Herzlich willkommen, Monsignore, Mensch, und den unterbrechen Sie extra für uns. Vielen, vielen Dank. Habe ich gerne getan. Ja, den Urlaub lassen Sie sich nicht nehmen in Ihrer Heimatstadt, ne? In Schwarzwald. Heimatstadt ist gut gesagt. Ja, ist ein kleines Dorf, aber ich freue mich jedes Jahr, dass ich hinkomme. Es tut mir gut. Ich bin gerne dort und gehe aber auch wieder gerne zurück nach Rom. Auf was freuen Sie sich besonders, wenn Sie hierher kommen in Schwarzwald? Auf meine Familie, auf meine Freunde, auf die gute Luft, auf die Ruhe und auf das Abschalten. Was ist das Größte für Sie da? Muss ich sagen, ah. Das Schönste für mich ist, dass ich abschalten kann und dass ich tatsächlich einmal vier, fünf Tage offline bin, um es etwas modern zu sagen. Das tut gut, das tut aber auch Not. Aber zum Fernsehgucken, mal Landesschau oder sowas kommen Sie wahrscheinlich nicht. Ich habe kein Fernsehen mehr. Okay, aber umso schöner, dass Sie heute da sind. Aber eine wunderbare Erinnerung an eine Landesschau-Sendung vor 12 Jahren habe ich persönlich. Wir haben vorhin darüber geredet, vor 12 Jahren, da habe ich gedreht fürs Landesschau Mobil, da sieht man uns beide. Und da haben wir gedreht, Sie sind in der Nacht davor gekommen und der Messner hat angerufen, hat gesagt, ich kann ja mal den Herrn Genswein fragen, ob er kommt. Und Sie haben gesagt, klar, in einer Stunde bin ich in der kleinen Kirche. Ich rede gerne über meine Heimat. Wie wichtig ist Ihnen tatsächlich die Heimat, wo Sie die Wurzeln? Naja, Wurzeln sind Wurzeln. Was für einen Baum die Wurzeln, das ist für mich die Heimat. Ich komme aus dieser Gegend und ich bin gerne zu Hause. Es tut mir gut, es tut mir Not. Ich schäme mich nicht dessen, auch wenn ich fast das ganze Jahr über in Rom bin. Mhm. Und wie gesagt, das ist Wurzelpflege, für mich etwas sehr Wichtiges und ich fühle mich da sehr wohl. Und auch die Leute, ich mag die Leute mögen mich. Ich bin also auch heute nach wie vor einer von ihnen. Mhm. Ja, seit 22 Jahren sind Sie jetzt in Rom. Im 22. Oder im 22. Ja, genau, Jahr. Genau. Aber Sie kennen ja die Schwarzwälder gut, Sie sagen es selber. Wie würden Sie die Schwarzwälder beschreiben? Sie dürfen es, Sie sind ja ein Echter. Sie sind zuverlässig, sie sind nicht einfach zugänglich. Wenn man sie gewonnen hat, gewinnt man alles mit ihnen. Das klingt gut. Sind es Eigenschaften, die auch auf Sie zutreffen? Das müssen Sie andere fragen. Ich versuche meinen Eigenschaften auch gerecht zu werden. Aber vielleicht, falls Sie diese Eigenschaften haben, helfen die auch ab und zu mal in einem Arbeitsplatz wie dem Vatikan? Was man braucht im Vatikan ist also viel Geduld, es ist Durchhaltevermögen, Entschiedenheit, aber auch Elastizität. Und diese Eigenschaften versuche ich in einer Kombination anzuwenden, von der ich meine, dass sie notwendig ist und auch gut. Sie spielen ja, oder Sie haben auch eine Doppelrolle ja übernommen in Ihrem Job. Sowas gab es noch nie davor, nämlich, dass Sie für Papst Benedikt, den 16. noch zuständig sind, aber auch für Papst Franziskus. War es für Sie eine große Umstellung eigentlich, auch von den einen auf den anderen? Na, die Umstellung war schon gewaltig, weil von der Biografie, von der Art, von der Personalität sind das zwei ganz unterschiedliche Figuren. Mhm. Und natürlich jeder, auch ich hatte Erwartungen an den Nachfolger von Papst Benedikt und dann die Erwartungen mit den Realitäten in Übereinstimmung zu bringen, ist ganz schöne Knochenarbeit gewesen. Es hat aber geklappt und ich komme sehr gut mit Papst Franziskus zurecht und ich glaube auch, dass ich dasselbe von ihm sagen darf. Mhm. Wir haben es gerade gesehen, Sie sind immer der Mann, den man immer irgendwie auch sieht, auch im Fernsehen. Aber was so genau sind die Aufgaben eigentlich jetzt bei Ihnen? Der Präfekt des päpstlichen Hauses hat zwei Hauptaufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass er die Audienzen, das heißt die Begegnungen des Papstes, ob es jetzt Privataudienzen sind oder ob es Generalaudienzen sind, organisiert und den Papst dann auch bei den Audienzen begleitet. Das ist das eine. Dann hat er dafür zu sorgen, des päpstlichen Hauses ist ja nicht nur ein Haus, sondern es ist ein ganzer Komplex, dass es nirgends reinregnet. Es sind ja alles sehr wertvolle alte Gebäude, das heißt, er muss die Häuser instand halten. Und alle Reisen, die der Papst in Italien macht, bereitet der Präfekt mit seinem Stab vor und begleitet ihn dann auch. Mhm, das ist ein Haufen Arbeit. Aber wahrscheinlich auch mal so ein Mittagessen mit einem der anderen Päpste oder sowas ist auch mal so. Ja, ich wohne ja bei Papst Benedikt, also da ist die Regel, dass ich mit ihm zu Mittag esse. Bei Papst Franziskus ist es eher so, er isst recht wenig und recht schnell. Insofern, da ich ihn ja regelmäßig sehe, Tag für Tag, ist also genügend Zeit, miteinander zu reden, auch außerhalb der Mittagszeit. Haben Sie heute mit einem von beiden schon telefoniert? Gestern. Mhm. Wie geht's denn gerade dem Papst Benedikt?
Papst Benedikt ist 91 Jahre alt, die körperlichen Kräfte haben abgenommen, nehmen ab. Er ist aber guter Dinge, der Kopf ist Gott sei Dank glasklar. Mit dem Aufstehen, mit dem Gehen, mit dem Hinsetzen wird es immer mühsamer. Aber er ist mit sich im Frieden, er ist guter Dinge und er ist in guter Gesellschaft. Nämlich in Ihrer. Und Papst Franziskus geht es auch gut. Mit dem haben Sie wahrscheinlich dann gestern telefoniert. Ich habe gestern mit Papst Benedikt telefoniert. Ich werde Papst Franziskus am Mittwoch wieder sehen. Da wird also wieder die Generalaudienz stattfinden. Und ab diesem Mittwoch ist normaler Alltag bis Weihnachten. Okay, normaler Alltag. Das heißt viel Arbeit natürlich bei Ihnen. Es ist eine Doppelrolle, die es so in der Form noch nie gab. Ist es nicht auch wahnsinnig anstrengend? Jetzt sage ich jetzt mal für Sie persönlich. Es war, es ist und es wird wohl anstrengend bleiben. Es ist kleine Doppelrolle. Man konnte mich darauf nicht vorbereiten. Es ist eine Rolle, in die ich hineingewachsen bin und von der ich versuche, mit der ich zurechtkommen muss. Und inzwischen meine auch, dass ich damit zurechtkomme. Muss immer schauen, dass ich also immer mit einem Stand und einem Spielbein arbeite, weil sonst wird es etwas schwierig. Jetzt sind 5 Jahre vergangen und die Erfahrung lehrt, auch die Routine hilft etwas, Zeit zu sparen oder auch Dinge einfacher zu machen, konkreter zu machen oder auch mal Nein sagen zu müssen. Was macht Ihnen Spaß an der Arbeit? Das Schöne ist, es ist eine verantwortungsvolle Arbeit, viele Begegnungen mit Personen aus aller Welt. Es ist eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe und ich hoffe, dass ich dieser Herausforderung auch gerecht werde. So, aber jetzt stehen erst noch bis Dienstag ein paar Tage zu Hause an. Ich werde heute Abend wieder zurückfahren und am Dienstag geht es wieder zurück. Und die nächsten Tage ist ein Gemisch von Arbeit und von Erholung. Monsignore, ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Und bei der vielen Arbeit, auch wenn es eine schöne ist, bleiben Sie gesund. Danke. Danke für die Einladung. Danke für den Besuch. Danke.